Ich grüße euch Leute und willkommen zurück hier bei unserem Let's Play zu God of War Ragnarök. Ja, Atreus war auf dem Ausflug gewesen in der letzten Folge. Ziemlich geile Folge, muss ich sagen. Und wir haben den Plan geschmiedet, gemeinsam mit Tyr nach Alfheim zu reisen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt in meine Kammer soll. Oder einfach aus der Tür gehen soll. Aber guck mal, man kann schön noch zum Fenster gucken. So. Okay, Christian. So, hier haben wir alles geklärt. Soll ich jetzt? Ah, wir sollen einfach gehen. Okay. Bin hinter dir. Wir treffen uns gleich beim Tor, Freunde. Ey, Freya wird ja irgendwann auftauchen, ne? Und dann wird Kratos erfahren, dass Atreus mit ihr geschnackt hat. Ey, das... Das wird so heftig. Verzeihung, bitte. Was? Darf ich mir dich mal ansehen? Ganz kurz, versprochen. Meine Güte, was für ein strammer Körper. Bestimmt in der Lage, die vielfältigsten Akte der Gewalt auszuüben. Was ist hier los? Das Eichhörnchen, das den Weltenbaum hütet. Dieser köstliche Duft, ist das... Verzeihung, bitte. Ah, ja. Bernsteinharz. Köstlich nussig mit einem Hauch von Tintenfisch. Nein. Kein Freund kulinarischer Experimente. Halt. Wenn du Ratatöskür bist, warum bist du so anders, wenn wir dich rufen? Lange Geschichte. Doch du hast recht. Ich bin wirklich Ratatösker. Was ihr als Ratatösker kennt, ist eine Spektralerscheinung. Und obendrein eine besonders fiese. Für mich ist er so weit von mir entfernt, dass er eine eigene Person ist. Apropos. Bitterkeit, möchtest du deine Freunde sehen? Verpiss dich, ich will nicht! Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Aber egal. Ich habe ja den Bernstein für dich weggelutscht. Willst du den Samen zurück? Ein Samen? In der Tat. Ein Samen von Yggdrasil, genauer gesagt. Seit meine Zwergenpächter alles etwas umgestaltet haben, braucht man solche Samen, um neue Ziele an meinem Baum zu öffnen. Dein Baum, was? Ja, mein Baum. Hier, ich zeig's euch. Dafür hat der gute Meister Brock einen Alfheim-Samen gebraucht. Du hast Pfade verzweigen sich wie Äste des Yggdrasil. In Alfheim wartet eine lange und schwierige Reise. Das Trainingsgelände von Nilfheim birgt geheime Belohnung. In Svartalfheim gibt es vielleicht noch unerledigte Angelegenheiten. Wählen Sie mit Bedacht. Der Samen, den du gefunden hast, öffnet ausgerechnet Nivelheim. Diese Welt ist uralt und leicht klebrig. Svartalfheim steht euch offen, falls ihr noch unerledigte Angelegenheiten bei den Zwergen habt. Muspelheim, da komme ich noch nicht hin. Na, da gehe ich doch mal nach Niflheim. Verfügbare Quest, Odins Augen. Ist jetzt nix. Also da sehen wir ein paar Raben. Rabenbaum. Ich kreis da mal hin. Wenn wir noch nicht nach Alfheim gehen... Sollte Tyr wohl am besten hier auf uns warten. Ja, da soll er warten. In Svartalfheim. Das waren Einherjar? Ich dachte, Einherjar wären nur Geistern, weil halbes Ragnarök beginnt. Sie waren keine Geister. Ganz genau. Odin muss ein Schlupfloch gefunden haben, um seine Truppen früh als stehendes Heer einzuberufen. Vielleicht etwas, das er nur ohne ehrliche Walküren tun konnte, die ihm im Weg gestanden hätten. Da sind wir. Hallo Niflheim. Abendbaum. Gaulwach! Ja. Hier drüben ist was. Eine Erinnerung an den Krieg.
Du könntest dies als Trainingsarena nutzen, wenn du möchtest. Du würdest gegen Erinnerungen von Gegnern kämpfen und sie können dir nicht schaden. In der Sparingsarena können sie ihre Fähigkeiten im Kampf testen und verbessern. Sie verfügen dort über unendlich viel Gesundheit sowie beschleunigte Abklingzeit. Na dann mach mal. Dann mal los. Ich hab den Hinweis nicht gelesen. Muss das, diese, das Anvisieren muss weg. Scheiße. Das war knapp. Diese. Mein Schild ein bisschen. Das wirklich nur so ein kleiner. Wir wollen hier noch kommen. Dadurch, dass es ein Sparring ist, geht das jetzt einfach so lange, bis wir down sind? Links von dir! Ich brenne. Ich weiß nicht, was, wann es endet. Hinter dir!
Es geht unendlich. Die hat doch gesagt, es gibt keine Belohnung und so, ne? Kann man das irgendwie abbrechen? Schon viel besser werden. In der Arena erhalten sie weder EP noch Hacksilber. Aha! Okay, dann haben wir halt ein bisschen trainiert. Cool. Moment, sind das Odins Raben? Die, die wir schon die ganze Zeit erledigt haben? Sieht so aus. Hä? Frei sind wir, vom Vater frei. Unser halbes Leben nun, niemand anderer mehr sein. Was glaubst du, bedeutet das? Ich weiß es nicht. Aber hier geht definitiv noch mehr vor sich. Hier gibt's wohl Belohnung für die Anzahl der Raben, die du hast. Ein Geschenk des Lebens, ein Geschenk des Todes, um für immer zu ersticken, das einfache Oben. Ihre Gedanken. Ich kann sie nicht lesen. Sie scheinen uns aber zu mögen. Hoffentlich. Ich schätze, wir sollten weiter jeden Raben von Odin vernichten, wenn wir sie finden. Okay, da gibt's dann wahrscheinlich irgendwie eine geile Rüstung und Schizzle-Dizzle. Okay. Müssen wir denn hier sein? Diese armen Schweine mit ihren zerschmetterten Seelen sind mir echt unheimlich. Ist das auch geklärt? So, was ist denn hier noch? Wir sollen erstmal... Wenn bereit zu Sindri, Sindris Haus. Was ist hier oben? Derzeit gesperrt. Also wir sollen erstmal zu Sindris Haus halt gehen. Hier können wir noch nicht hin. Okay. Ich verstehe. Mimir, ich weiß, es klingt komisch, aber erzählst du mir nochmal, was passiert, wenn jemand stirbt? Ich immer auf R2 spenden will. Und jede Seele hat vier Teile. Gestalt, Geist, Richtung und Glück. Die Richtung führt die Seelen von Riesen, Zwergen, Alben und Tieren zum Seelensee in Alfheim. Wo alle Teile wieder von Alfheims großem Licht aufgenommen werden können. Und dort ist Fenrir jetzt? Im Seelensee? Solange seine Seele noch ihre Richtung hat, ja. Dann geht sie dahin. Hm? Dass wir den Wolf nochmal wiederbeleben oder so eine Späße. Ah, da seid ihr ja. Ich wusste, ihr vergesst mich nicht. Meister nee. Kratos, auf ein Wort bitte. Wer will mit mir reden? Tyr, kennst du das? Sprich. Solltest du einmal meine Dienste benötigen und ich gerade nicht da sein, habe ich dieses praktische Windspiel angebracht. Wirf einfach deine Axt darauf, um mich zu rufen und ich eile sofort herbei. Möchtest du es mal ausprobieren? Ein großartiger Wurf, Meister Kratos. Wahrlich ein erfahrener Könner. Also gut, ihr wisst, wie ihr mich erreicht. Aber mal ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Ich habe eine Frage. Vorzüglich! Ich biete den Wissbegierigen gerne meine Führung an. Hinter dem Vorsprung, bei dem Tor dort, habe ich diese Drachen bemerkt. Drachen? Oh nein, junger Meister Atreus, das sind Lindwürmer. Der Nachwuchs Nidaugers. Nidauger? Das ist die Mutter? Richtig. Sie ist außerdem gewissermaßen ein wichtiger Teil des Lebenszyklus von Yggdrasil. Ich kümmere mich hier oben um die Äste. Und Nidaugr frisst von unten die Wurzeln, damit nichts wuchert. Eine feine Balance. Sind Sie freundlich? Nicht ansatzweise so umgänglich wie ich, aber es gibt keinen Grund, Feindseligkeiten zu erwarten, solange man sie in Frieden lässt. Nidaugr ist eine strenge Matriarchin. Sie beschützt ihren Nachwuchs und ist ebenso entschlossen, sie ordentlich zu disziplinieren. Das klingt... vertraut. Möget ihr gesund und sicher reisen, meine Freunde. Alles klar. Wir sind bereit für Alfheim, wenn du es bist. Oder willst du uns Vater Alfheim noch was erledigen?
Will ich? Warum sagt ihr mir das die ganze Zeit so? Was habe ich denn hier? Gedrückt halten von Dreieck, um Frostwaffen für die Axt zu nutzen. Erhöht die Abwehr und Widerstand gegen Taumeln. Ich finde das eigentlich, das andere ganz cool. Gurt der Rabentränen. Heilungserhöhung. Bringt Glück mehr, aber halt um mehr Abwehr. Ach, ich kann mich mal entscheiden. Können wir seine nicht mal pushen oder so? Achso, ich wollte eigentlich gucken wegen Ziele. Gefallen. Muspelheim, okay. Drago-Löcher. Begegnet sie mit Löchern im Boden auf die Monster, muss zur Strecke gebracht werden. Okay, das wird über die Zeit kommen. Und Odins Raben. Und diese Nebenquest-Dinger haben wir gemacht. Aufträge sind wir ja hier auch so ein bisschen dabei. Nee, wir können nach Elfheim. Der ist dröhnt. Vielleicht kannst du mir unterwegs mehr von deiner letzten Reise ins Land der Alben erzählen. Natürlich. Ich hab da nicht so tolle Erinnerungen. Alvheim war unsere erste Weltreise mit deinem Tempel. Freya wollte mit uns kommen, aber Odin hat sie verzaubert. Sie kann Midgard nicht verlassen. Wie furchtbar. Wir kämpften uns also durch eine Armee von Dunkelalben zunächst. Ihr wart beteiligt am Albenkrieg? Nicht freiwillig. Wir wollten unseren Bifrost füllen, als sie uns angriffen. Dunkelalben hüllten alles in klebriger Stocksubstanz ein. Wir befreiten es. Und die Lichtalben kehrten zurück. Alfheim schien es besser zu gehen. Tatsächlich? Alvheim. Es ist so lange her. Ich weiß nicht, wo der Tempel von hier aus ist, aber dort ist Groas Schrein. Zerstörte Geschichte. Ja, nicht gerade einfach zu beheben. Gut, willkommen Alvheim, Leute. Scheint hier weiterzugehen. Die Alben führen also ihren Krieg fort. Ja, so viel zu, in Alfheim ist es besser. Was haben wir denn hier? Oh Mann, komme ich da hier irgendwie rein? Habe ich wieder irgendwas nicht gesehen? Geht das Brett hier auf? Formal, es klärt sich noch. Oh Mann, Fimbul Winter hat Alfheim erwischt. Nein, die Stürme plagten Alfheim schon lange vor Fimbul Winter. Hauptsache, ich latsche erstmal wieder komplett zurück. Damit können wir immer noch nichts machen. Die Leben. Nee, das geht. Sie war auch einmal. Voller Leben. Und Musik. Das Lied der Sande nannte man es. Es ist verschwunden. Noch ein Opfer des Krieges. Moment. Da draußen ist etwas. Etwas Großes. Es leidet. Was hörst du? Scheint eine Art Tier zu sein. Aber wie überlebt das in diesem Sturm? Unter der Wüste gibt es viele Höhlen. Sie sind nicht übermäßig bequem, aber den Dunkelalben bleibt kaum eine Wahl. So, wo sind die?
Beginns. Ja, sollen die in diesem... Okay, 2. Bist du Nummer 3? Aha. Vielleicht erreichen wir die Schale von oben. Gute Sorge. Bifröst-Augen. Rage wird erhöht, immer gut. Gehen wir mal weiter, Männers. Da, der Tempel des Lichts. Das Schrein ist ganz oben. Naja, da haben wir ja ein Ziel. Freyr wollte nie zurück nach Alfheim, oder Mimir? Ach nein, ich dachte, das Schicksal seiner eigenen Welt hatte Vorrang. Halt, Freyrs Bruder? Ja, er ist aus einem anderen Platz geschnitzt. Da ist ein Rabe, ich muss niesen. Nee, gerade nicht. Da vorne ist eine Barrikade. Was sind das für Steine? Dämmerstein. Ein seltenes Material, das über Jahrtausende entsteht. Majestätisch, nicht? Manchmal bindet sich das Licht von Alfheim an ein... Oh, wusste nicht, dass das geht. Oh, äußerst schlau. Wofür ist der? So, hier schon wieder. Hallo? Hier schon. Bruder, das kleine Mist explodiert gleich. Keiner mag euch. Rechte Seite! Achtung! Ja. Ach, hier sind wieder Artefakte. Okay, ich verstehe. Zwurf. Brücke markierte sie verfolgt zwischen ihnen hin und her. Was ist mit ihm passiert? Sein Publikum tötete ihn. Naja, ein Mitglied. Warte mal, hier, guck mal, hier haben wir Schaden. 2. Ja, ist auch interessant, ne? Müssen wir aber auch mal ein bisschen verbessern oder so, ne? Mach ich, oh komm, ich nehme hier eh diesen Nordsturm. Der braucht dann 8000. Gut, weiter. Freyrs Bruder, was ist seine Rolle? Vor langer Zeit reiste Freyr von den Warnen nach Alfheim, einem einst wunderschönen, doch jetzt vom Krieg zerstörten Land. Mit Hilfe seiner göttlichen Kräfte wollte er den alten Glanz der Wüste wiederherstellen. Dank ihm kam es unter den Alben zu einem dürftigen Frieden. Du bist? Tür. Ein Friede, der zerbrach, sobald er wieder verschwand. Wollte ich gerade sagen. Hört ihr das? Oh nein. Was soll dieses Oh nein? Das reicht, bitte. Ihr müsst das nicht tun. Wir wollen euch nichts tun.
Wir haben keine Wahl. Hinter dir! Vorsicht! Warum bekämpft ihr uns? Wir haben euch geholfen! Matthäus, pass auf! Ich hasse Alfred! Wie furchtbar. Die sind schuld. Drinnen wird es nicht anders sein. Gibt es keinen anderen Weg? Sie lassen uns kaum eine andere Wahl. Wie dein Vater schon sagte, ich bin wohl einfach naiv. Nein. Bloß ein Optimist, alter Freund. Will bloß nicht verpassen, wie immer, ne? Oh. Ein Tribut an Freyr von den Alben. Er hat ihn wohl zurückgelassen, als er nach Vanaheim eilte. Was ist das? Ein Zauber, der Albträume vertreibt. In diesem Fall Freyrs. Wie wir die Alben kennen, gibt es hier bestimmt noch mehr Tribute. Lass uns erstmal weiter, Bruder. Dafür fehlt uns das passende Werkzeug. Okay. Aber da oben wäre auch eins. Ich wette, das geht jetzt halt wirklich noch nie, ne? Der Ena. Dahinter ist bestimmt der Zweite. Bitte weiß ich jetzt, ne? Fehlt uns das passende Werkzeug. Ziemlich hoch. Letztes Mal kamen wir oben rein. Da haben wir das alles nicht gesehen. Dieses Tor ist älter. Es sollte die Alben enger zusammenbringen. Doch anscheinend ist es nun schon länger versiegelt. Ich gehe zuerst. Atreus, gib Bescheid, wenn ich auf der Hälfte bin. Was passiert da gerade? Dieses Siegel symbolisiert den Frieden in dieser Welt zu Freyas Zeiten. Licht und Dunkel, gemeinsam in Harmonie. Wie sieht's aus, Atreus? Gut, schätze ich. Vater, jetzt du. Zu Alfheims Unglück konnte Freya die Heirat seiner Schwester mit Odin nicht hinnehmen. Er kehrte nach Vanaheim zurück und überließ diese Welt dem Schicksal. Allerdings setzten die Asen ihn auch einmal in Brand. Das Tor sollte jetzt offen sein. Ist es im Gleichgewicht? Ja, aber nicht die Welt. Nicht mehr. Vater, zieh in die andere Richtung. Ja, ja, und hier, immer weiter nach vorne. Gut gemacht, Atreus. Gehen wir? Dunkelalben ist wohl nicht mehr. Warum steht im Lichttempel ein Dunkelalb? Genau so sahen sie vor der Spaltung aus. Die Spaltung? Ja. Wisst ihr, die Alben waren nicht immer in Licht und Dunkel gespalten. Diese Statue stammt aus der Zeit vor dem Krieg, bevor sie die Macht des Lichts entdeckten. Okay. Ja, da gab's doch auch hier, ne? Das hier, ne? Ja. Der Stein erfüllt deine Axt für kurze Zeit mit Licht. Wie praktisch. Das sagt mir noch was. Was war das?
Wo bleibt denn da die Überraschung? Wow, das Licht. Ah! Au. So aufgewühlt war der Seelensee noch nie. Ja, liegt das am Fimbulwinter? Natürlich. Er lässt das Licht flackern. Also speist sich der Lichtbrunnen durch den Seelensee. Ja, nach der Schöpfung der neuen Welten fingen gefallene Seelen an, sich in diesen Gewässern zu versammeln. Als die Alben sein Energiepotenzial entdeckten, errichteten sie diesen Tempel. Mit durchschlagendem Erfolg. Viele von ihnen wurden süchtig nach ihrer neu entdeckten Macht. Und so entstanden die Lichtalben. Muss doch... Sehr schön. Auch wenn sich unsere lieben Lichtalben nicht gerade freuen werden. Ja, wir gucken. Hey, hier ist nichts, okay. Apropos Lichtalben. Jetzt geht's wieder los. Lasst mich wieder mit ihnen reden. Lasst die beiden lieber hier reden. Oh! Lichtbombe, Vorsicht! Gut, ich muss. Noch ein Licht ein! Links! Oh! Gewöhnen wir uns so wieder dran an die Viecher. Ich kam auf Lichtbrücken herüber, aber die Brücken sind verschwunden. Ich weiß, wie wir rüberkommen. Gut für uns. Er hat zwar der Gewalt abgeschworen, aber stark ist er wohl immer noch. Hier lang. Der Schrein erwartet uns. Ja, ich guck hier nur noch mal kurz. Okay. Oh? Vatos, wo gehst du hin? Er sieht sich bloß um. Das tut er manchmal. Ja, eine neugierige Seele. Fahr fort. Das tut er manchmal. Ihr Drecksäcke? Der Tempel sieht anders aus als früher. Alles war zerstört und voll mit diesen Stöcken. Diese Alben verbessern den Tempel mit Alfheims Licht. Und wie es aussieht, sie wirken deutlich gefährlicher als letztes Mal. Oh, das waren nur die Fußsoldaten. Sie werden gefährlicher, je höher wir gehen. Toll. Zum Schrein geht es da lang, Kratos. Ja, weiß er. Wir sind gern gründlich. Genau. So. Na, dann nur zu. Ja, die stinken ja übel. Scheiße, links! So, wir gucken uns natürlich hier erstmal um. Irgendwas Interessantes da lang? Trolle. Was sind das hier? Ein Rabe. Warte mal. So, bestimmt irgendwo. Okay, von hier schon mal, ne? Zu doll, oder was? Sein. Ihr bringt mir ja nichts.
Naja, ran ist so blöd, dann lieber weiter weg. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Da war's. Jetzt aber. Mann! Der ging noch bis runter zu ihm. Lecco mio. Ich kann doch nicht weiter. Leute, ich mach das gerade fertig. Da. Ah, jetzt. Weil er sich dann immer so ein kleines Tickel bewegt. Hätte sich denn immer hier so ein kleines Ticket bewegt? Da muss man das von oben irgendwie oder. Das Tor wird ja auch nicht aufgehen, umsonst machen die ja nie so ein Teil dahin. Komm, das ist doch perfekt! Wie er sich immer ein kleines bisschen wieder bewegt. Warte mal, ich mache jetzt mit Absicht. So hier. Wisst ihr was? Ey, leck mich ohne Schei... Halt, stopp. Du kriegst die Tür nicht zu. Okay, hier sind wir runtergegangen. Das war wieder so eine typische Christian-Nummer. Was haben wir hier so? Ich habe die falsche Taste wieder mal gedrückt. Man kann es ja wohl abbrechen. Stimmt. Wieder ein leichter Runenangriff. Das ist Vergeltung. Auch für die Chaos-Klingen, ne? Ist auf jeden Fall besser. Ah ja. Die möchte ich. Ich habe nur beim Vorgänger auch sehr selten, aus was für einem Grund auch immer, mit den... Ne, hier. Ich will hoch wieder. Mit den Chaos-Klingen gespielt. Gehen wir weiter? Wir gehen weiter. Und Christian läuft falsch. Diese Alben errichten durch das Licht Tore und flößen sich Kraft ein. Was wollen die Dunkelalben damit? Es zur Quelle zurückbringen. Ihnen sind die natürlichen Vorkommen Alfheims heilig. Vor allem das Licht selbst. Ja, der Triumph der Lichtalben hatte einen furchtbaren Preis. Nach der Erschaffung dieses Tempels verdorrte Alfheims einst lebendige Wüste zu einem sturmgeplagten Ödland.
Warte mal, da kann man hoch. Hier gibt es mehr Dämmerstein. Mimir, verstehst du diese Gedichte? Man findet immer Sinn, wenn man genau genug sucht. Es kommt drauf an, was du finden willst. Da sind noch mehr Lichtalben. Ich mach das schon. Vielleicht ist das keine gute Idee. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Skelva! Hier! Zurück! Stimmt, die Dinger, ja, da war was. Rum jetzt! Hinter dir, Kratos! Konnte man abwerfen, das ist richtig. Okay, jetzt aber hier mal. Von rechts! Blöde Kuh! Vater, Vorsicht, die Kugel! Ja, ja, ja. Rechte Seite! Ich hab doch gedrückt! Alter, jetzt schlägt sie aber gleich 13. Boah. Oh. Nee, jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr. Ja, du brauchst mich hier nie wieder beleben. Was war denn das jetzt? Wenn ich ausweichen wollte oder irgendwas gedrückt habe, habe ich immer irgendwie eine vors Fressbrett gekriegt. Vielleicht doch mal mehr mit die Chaosklingen bei denen abgehen. Oh, Freunde, seid gegrüßt. Wir kommen in Frieden. Hier. Zurück. Hat's abgewehrt! Vorsicht, links! Gut, Inge. Erwisch! Also Chaosklingen gehen bei denen auf jeden Fall ein bisschen mehr ab. Lichtkugel, wirf deine Waffe drauf! Ich hab auch nicht. Hinter dir, Vater! Hinter dir, Kratos! Sollte man nur zweimal schnell drücken. Gut. Ich habe es versucht. Jetzt verstehe ich, warum sie kämpfen. Die Dunkelalben wollen die Seelen im Licht bewahren. Doch die Lichtalben wollen sie weiter nutzen. So kann man es zusammenfassen, ja. Aber welche Seite hat recht? Das lässt sich selten sagen. Und es steht uns nicht zu. Das können nur die Alben. Das habe ich beim letzten Mal bereits gesagt. Na dann. Sag mal, waren wir? Na klar, hier waren wir doch schon. Ja, Christian und Orientierung läuft. Gott, wie peinlich. Ja, aber was ist hier? Rein gar nichts. Drüben ist aber eine Kiste. Herzlich. Da ist noch eine Truhe. Wie kommen wir da ran? Gar nicht. Gehen wir weiter. Da kommen wir da irgendwie ran. Laberne. Der Axt klappt das irgendwie besser.
Ja, mach ruhig auf. Sie haben echt viele Lichttore erschaffen. Befestigung. Ja, die Dunkelalben dürfen nicht wieder herrschen. Was ist das? Was ist das immer? Okay, Problematschka. Papa muss erstmal hier runter. Ja, wie weit sollen wir? Wo ist denn jetzt die Fläche? Gut. Guck mal erstmal, was er da macht. Er kommt nicht ran. Komm, das ist doch wieder. Oh mein Gott. Ach so. Warte mal. Ein Tick runter. Ja, vielleicht. Ist es weit? Ganz runter? Ist es falsch? Der Winkel ist richtig. Der Winkel für was? Hervorragend. Und jetzt weiter nach oben, ja? Nee. Kann doch nie zu blöd dafür sein, gerade, oder? Kannst doch so. So, wollen die mich jetzt hier alle rollen? Also wenn du nicht mal mehr das Ding da triffst, Christian. Oder ich muss von dort oben. Warte mal, das war für so? Das bringt mich nie um Verstand hier. Oh! Soll das so von oben? Warte mal. Vorsicht, rechts! Was denn jetzt schon wieder? Das ist gerade nicht passiert. Hinter dir, Kratos! Was? Du baust dir eine ziemliche Gedichtsammlung auf. Das überrascht dich. Mein Volk ist berühmt für seine Kultur. Keine Überraschung. Respekt. Was ist von hier? Jetzt mal ohne Scheiß. Noch eben mal drehen. Boah, gibt ja keinen Sinn.
doch nicht ran. So bringt's mir doch nichts. Kann nicht irgendein anderer von euch Eiermalern das Ding mal runtermachen? Dann würde es gehen. Ich stell mich halt so einfach ein bisschen blöd an gerade. Hier? Aber wenn ich... Ich kann es ja noch immer hoch. Da ist es hier. Kann nicht sein, dass mir das gerade zu schwer ist und ich das nicht raffe. Wieso verstehe ich es nicht? Ich will doch nur diesen Tropfen da. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Weil das war für hier, die Pisse ging ja hoch. Müsste es von dort oben machen. Aber er behält's ja nicht dort. Halt die Frage. Und wo sehe ich dieses Ding überall? Ich bin zu blöd, Leute. Ich raff's nicht. Ich raff's nicht. Das ist eine Kette. Ich dahin. Hä? Vielleicht klärt sich das alles noch. Ich mache mir hier umsonst wieder ein Bohai. Hallo, die Enten. Das überlasse ich dann wohl euch. Oh, das sah schmerzhaft aus. Hinter dir, Vorsicht! Ja! So geglänzt gerade. Soll diese Zeitlupe-Scheiße malen? Vorsicht, rechts! Das war gut jetzt. Tja, das war brutal. Hier bin ich gekommen. Wir sehen uns drüben. Sehen uns drüben, ja. Also. Ah, warte mal. Hier ist die Kiste. Tolle Wolle. Es geht ja irgendwie dann noch. Zu dieser anderen Plattform dort. Ich hab das damals schon gehasst. In Elfheim. Wow, kann der springen? Er springt dorthin. Und wir wollen hier hin. Okay.
Okay, aber Leute, ich gucke auf die Uhr. Meine Fresse, wir werden uns den Tempel hier in Elfheim das nächste Mal weiter vorknöpfen. Aber das davor jetzt in diesem Raum mit diesem kleinen Rätsel, das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Aber vielleicht lösen wir es noch im Laufe der nächsten Ausgabe. Ihr Lieben, bis dahin bedanke ich mich aber auf jeden Fall, dass ihr wieder mit dabei wart. Hier bei unserem Let's Play zu God of War Ragnarök. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut! Ciao!